Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir zu The One and Only Hisoka from Hunter x Hunter. Woo! Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen. Und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Für das Oberteil von Hisoka habe ich mir ein altes T-Shirt von meinen Eltern geschnorrt und habe das auf links angezogen und hier schon eine Linie markiert. Die ist jetzt ein bisschen wonky. Aber bis dahin muss ich es auf jeden Fall abschneiden und das werde ich jetzt tun. Aber vorher werde ich diese Linie natürlich noch begradigen. Und dann kann man das Ganze auch schon wieder richtig rumdrehen. Als nächstes werde ich einmal das Peak und einmal das Kreuz auf dieses T-Shirt draufmalen mit Stoffmalfarbe. Wichtig, dass man hier hinter Pappe legt, damit es nicht auf die Rückseite durchsickert, die Farbe. Ich habe mir jetzt von dem T-Shirt-Stoff, der übrig geblieben ist, den wir unten abgeschnitten haben, dreimal so einen Streifen abgeschnitten. Den habe ich jetzt auf die Hälfte gelegt und geguckt, wie viel ich ungefähr für einen so einen Ärmel brauche. Und den dritten habe ich in vier Teile geteilt und passt dann perfekt. Nun muss ich aber natürlich diese Teile hier erstmal zusammennähen, damit ich ein komplettes Teil habe. Und dafür muss ich hier auch einen Schnitt machen. Und das muss ich jetzt natürlich erstmal zusammennähen, bevor ich die Ärmel an das eigentliche Shirt nähe. Diese Bänder habe ich jetzt zusammengenäht und dann drehe ich das Ganze um. Und hier habe ich schon angefangen, es hier festzustecken. Erstmal nur an einer Seite. Dann nähe ich das Ganze wieder fest. Und wenn man es dann mit Watte füllt, hat man sozusagen hier diesen Ärmel. Ich nähe dann jetzt erstmal die vordere Seite fest. Wenn ich das festgenäht habe, werde ich Watte reinstopfen und dann werde ich die hintere Seite machen und dann von unten Watte reinstopfen. Also wichtig, man muss auf jeden Fall irgendwo ein Loch lassen. So, und dann ist die Zeit gekommen, um in diese erste vordere Hälfte jetzt Watte reinzustopfen. Jetzt werde ich die Ärmel mit goldener Acrylfarbe anmalen. Für den schwarzen Kragen hatte ich noch eine Strumpfhose, wo ich mal die Beine abgeschnitten habe. Da habe ich einfach unten auch noch ein Loch reingeschnitten, also dass von beiden Seiten ein großes Loch da ist. Und dann habe ich eine Seite an dem T-Shirt einfach oben am Kragen festgenäht und sozusagen hat man einen Turtleneck. Den Gürtel habe ich mir einfach einen schwarzen Gürtel genommen, den ich schon zu Hause hatte und habe mir aus Pappe sozusagen ein Template, eine Schablone ausgeschnitten in Form eines Karos und damit dann den Gürtel mit goldener Farbe bemalt. Und dieses Karo werde ich weiter verwenden, weil am Gürtel ist so eine Art Schnalle, Band, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Das sind Herz, Pik, Karo und Kreuz. Nochmal extra und die anderen Figuren habe ich mir auch noch aus Pappe ausgeschnitten. Werde ich rot anmalen. In Herz, Pik, Karo und Kreuz werde ich Löcher reinstechen und die dann mit Biegeringen aneinander fügen, dass sie auch immer noch untereinander beweglich sind. Ja, habe ich mir gerade für diesen Look die Augenbrauen abrasiert? Ja. Anfangen tue ich wie immer mit der Peripera Ink Cushion Foundation. Habt ihr den Anime oder Manga gelesen, gesehen? Hunter x Hunter? Also ich habe irgendwann mal angefangen, den Manga von Hunter x Hunter zu lesen. Dann irgendwann habe ich mit dem Manga aufgehört. Ich habe auch mittendrin irgendwo im Manga angefangen. Keine Ahnung mehr wo. Diesen Look von Hisoka haben sich actually ziemlich viele bei mir auf Instagram gewünscht.
Ich weiß, dass auch viele Leute Hisoka richtig abfeiern. Ehrlich gesagt, er ist ein cooler Charakter in der Serie, ja. Aber da er aussieht wie ein Clown... Nun ja, ich mag Clowns nicht besonders gerne, aber ich finde ihn dennoch halt cool. Nur ich glaube, ohne Instagram, YouTube und so hätte ich Hisoka niemals gemacht, obwohl es mir richtig Spaß gemacht hat, hier das Cosplay zu machen. Ich wette auch gleich, wenn ich TikToks, Reels und Fotos mache, wird es mir auch richtig Spaß machen, mich in Hisoka hineinzuversetzen. Aber Clowns zählen so überhaupt nicht zu den Dingen, die ich machen wollen würde. Ich werde auch, glaube ich, niemals ein Clowns-Make-up schminken oder sein. 100 Leute wollen es unbedingt, dass ich sowas mache. Aber ich bin kein großer Fan von Clowns. Die machen mir auch nicht irgendwie eine Angst oder so, also dass ich eine Clownphobie hätte. Ich finde Clown-Make-up einfach so... Ich weiß nicht, das ist nicht meine Welt. Und dann mache ich weiter mit dem Concealer, dem Liquid Camouflage von Catrice. Mein Hisoka ist jetzt nicht unbedingt der klassische Clown. Deswegen ist dieses Make-up ja auch nochmal was anderes. Außerdem ist es ein Cosplay. Das ist sowieso nochmal was komplett anderes. Und ganz ehrlich, macht es mir auch riesig Spaß, so die Anti-Charaktere, also die Bösewichte, zu cosplayen und sich in die hineinzuversetzen, während man dann Reels oder Fotos macht. Ist auch alles so ein bisschen Schauspiel mit dabei. Und das macht mir ehrlich gesagt richtig, richtig viel Spaß. Als nächstes werde ich mein Gesicht konturieren mit dem Contour-Kit von Trend It Up. Ich fange heute mit der Nase an. By the way, das Hisoka-Cosplay ist ein Cosplay, was ich fast komplett selber gemacht habe. Ich habe mir eine Hose im New Yorker gekauft. Ja, aber ansonsten habe ich alles komplett selbst gemacht. Das seht ihr in diesem Video natürlich auch. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habt ihr das schon gesehen, dass ich das Zeug selbst gemacht habe. Dann mache ich mir natürlich auch noch eine Gesichtskontur und ich bin gerade zu faul aufzustehen, den großen Konturpinsel zu holen. Deswegen mache ich das mit dem kleinen. Ich trage nämlich hier drunter ein Korsett, damit meine Taille noch etwas betonter ist, weil Hisoka hat bekanntlich eine sehr, sehr dünne Taille. Und ich habe keine Lust, ständig aufzustehen. Also meiner Meinung nach im Korsett ist es am angenehmsten zu stehen. Oder man setzt sich hin und bleibt sitzen. Also mit einem Korsett sitzt du kerzengerade. Aber ständig aufstehen und den Oberkörper dann irgendwie zu beugen, nicht so angenehm. Hisokas Augen-Make-up. Dann nehme ich mir jetzt erstmal einen dünnen Pinsel und auch die Konturfarbe. Es geht auch in brauner Lidschatten, aber ich habe das gerade offen. Und ich ziehe das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen hoch. Es ist nicht die Augenbraue, die ich gerade mache. Es ist mehr so eine Art Lidderweiterung. Ich mache jetzt eben kurz den Highlighter-Step, bevor ich das nachher irgendwann vergesse. Dann nehme ich mir jetzt die Ain't Brights Matte Palette und gehe als allererstes in den dunkelsten Braunton. Immer noch mit diesem ganz dünnen Pinsel. Und ziehe diese Linie hier oben etwas noch. Dann nehme ich mir einen fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Nothing Else, was ein hautfarbener Ton ist. Und mach das Ganze halt ein bisschen softer. Gehe auch ein bisschen in den mittleren Braunton. Dann gehe ich in den hellen Ton, also den hautfarbenen Ton. Und gebe das auf mein gesamtes bewegliches Lid. Damit es einen Farbton ergibt. Ich habe mein Lid nämlich gerade sehr, sehr weit nach oben verschoben. Und auch hier, was jetzt auch noch quasi mit meinem bewegliches Lid sein sollte, gehe ich auch mit dem hautfarbenen Ton oben drüber. Dann gehe ich nochmal in das dunkelste Braun, ganz wenig Farbe aber nur, und gebe das hier an den unteren Wimpernkranz. Und dann werde ich mir mit dieser Palette jetzt rote Augenbrauen aufmalen. Yay! Ich glaube, ich gehe jetzt erst in die Farbe Hot Stuff. Und mische dann vielleicht mit ein bisschen dunklerer Rot.
müssen auch sehr überspitzt dargestellt werden. Das sieht am Ende gut aus. Keine Ahnung, ich mache das Make-up hier zum ersten Mal. Boah, aber mir gefällt das Rot jetzt schon nicht, dass es so einen krassen Pink-Anteil hat. Ich gehe jetzt schon in das dunklere Rot. Und dann werde ich mir auch noch einen schwarzen Eyeliner setzen. Ja, dann hat Hisoka an dieser Seite noch eine Träne und an dieser Seite noch einen Stern. Und den werden wir natürlich auch aufmalen. Und das werde ich auch mit dieser Lidschattenpalette machen, weil hier literally einfach alle Farben drin sind. Für die Träne nehme ich so ein Mintgrün. Ich denke, das kommt der Farbe eher als ein helles Blau. Wenn nicht, werde ich die Farbe nachher noch mit der Farbe Paradise mischen. So, das wäre der einfache Part. Eine Träne ist wirklich sehr, sehr einfach aufzumalen. Und für den Stern werde ich einen Pinkton nehmen und ich glaube, ich nehme Dragon Fruit. Und ich habe schon sehr viele Sterne so aufgezeichnet, wie ich sie jetzt aufzeichne. Also mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, obwohl die unteren beiden Zacken sind immer noch am schwierigsten. Muss ich selber auch zugeben. Aber es gibt auch zig andere Methoden, Sterne aufzuzeichnen. Aber ich fühle mich mit dieser fast mit am sichersten. Jetzt will ich noch Mascara auftragen, da werde ich die Size Up von Sephora verwenden. Auf die Lippen gebe ich jetzt die Reste aus meinem Concealer-Pinsel. Und was ich auch noch machen werde, was ich sehr, sehr selten tue, ist meine Lippe unten etwas konturieren. Aber irgendwie glaube ich, bei Hisoka passt das ganz gut. Weil sein Gesicht ist sowieso so kantig. Also Hisoka ist schon sehr charakteristisch für den bösen Charakter vorgesehen. Also man sieht ihn und man sieht sofort, aha, das ist so ein Typ. Also sie haben ihn schon echt gut designt für seine Rolle. So, und jetzt bin ich fast Hisoka, denn ich habe mir diese Verbände in Lila gekauft. Davon werde ich jetzt noch welche an meine Arme anbringen. Ein oder zweimal um den Hals und auch noch an meine Beine und um meine Taille ist schon lange einer drumherum, den ihr bisher aber noch nicht gesehen habt. Dann würde ich mal sagen, Ikodane. Ich hier habe Hisoka gecosplayt, obwohl ich niemals gedacht hätte, dass ich Hisoka jemals cosplayen werde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Ikodane.